Es sei denn, du kannst mir die 12 Gold spendieren, was ich irgendwie bezweifle. Ich muss ja mit dem einen Ding auskommen? Das könnt ihr mir doch nicht antun. Vielleicht hat die ja das Herz, das wir noch benötigen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, wir sind hier am Tag des Astrologen. Morgen müssen wir eine Zeremonie abhalten. Wir haben... Ist das noch Halloween-Deko? Gab es ein Halloween-Update? Sehr interessant. Falls ihr euch übrigens fragt, warum das letzte Mal nicht zu sehen war, naja, weil ich noch vor Halloween gespielt habe. Aber ja, wir haben hier sehr viel Halloween-Deko. Interessant. Oh. Ist ja nett. Aber ja, dato haben wir gerade den 4. November, also ist Halloween eigentlich auch schon wieder vorbei. Aber nichtsdestotrotz können wir das hier noch ein wenig genießen, denn ich bin ja ein großer Spooktober-Fan. Im Oktober haben wir ja auch überhaupt kein Graveyard Keeper gespielt, also von daher wird dem das noch ein wenig nachträglich. Aber ja, wir können hier erstmal alles onionieren und wir müssen neuen Dünger machen. Das war eine der Sachen, die ich heute machen wollte. Und wir müssen oben auch irgendwie eine neue Tragestation aufbauen. Das war auch etwas, was ich heute machen wollte, wofür ich, glaube ich, eigentlich nur noch das Papier brauchte. Das ich aus irgendeinem Grund nicht mitgenommen habe. Oder habe ich das schon aufgebaut? Nein, oder? Eigentlich hätte ich das Papier doch vergessen. Oder habe ich das doch mitgenommen? Ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht... Ach komm. Wir nehmen den Body einfach mal mit da hoch und schauen mal, was wir da so finden. Und wenn wir eine Tragestation finden, dann umso besser. Also so eine... Eine, wo der hin und her läuft. Aber ich... Wir haben das nicht aufgebaut, oder? Ich hatte doch nicht genug Flitches und sowas dabei. Ich weiß allerdings auch nicht mehr, was man genau braucht. Ich glaube, das war alles hoffentlich. Vielleicht Simple Iron Parts. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, habe ich das Papier mitgenommen? Nein, Papier brauchten wir auf jeden Fall auch. Irgendwie sowas. Ich meine Nails, Flitches und Papier oder so. Aber ja, wir gehen einfach nochmal da hoch. Gucken, dass wir das hier zu Gange bekommen und dass da auch anderes außer Stein geliefert wird. Und wahrscheinlich müssen wir die eine Tragestation so einstellen, dass nur Eisen und Kohle geliefert wird oder so. Oder zumindest kein Stein, weil da haben wir ja einmal alles voll. Also eine Leiche. Ich habe überhaupt keinen Kopf für. Ah ja, wir brauchen auch noch ein dunkles Organ. Ich glaube, das Herz war's. Ja, wir schauen erstmal. Ich kümmere mich erstmal hier oben um eine Sache und dann eins nach dem anderen. So, was haben wir denn hier? Wir haben es noch nicht aufgebaut, oder? Nee, hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert. Aber wir können es jetzt. Die zweite Porter Station kommt einfach mal hier unten hin. Dann gucken wir erstmal, dass die hier eingestellt ist auf keine Steine, sondern nur alles andere. Ihr braucht hier eigentlich auch keine Steine fertig machen. Eine Piece of Stone nehmen wir einfach auch mal raus, auch wenn wir die hier gar nicht haben. Was passiert denn, wenn wir ihn jetzt hier reinpacken? Erstmal haben wir irgendwie überhaupt kein Eisen da. Was geht denn hier oben ab? Das dauert ein bisschen, bis er da fertig ist. Aber ja, gucken wir jetzt einfach mal, ob Eisen und oder Kohle... Aber er müsste eigentlich die Kohle liefern. Das ist das, was mich ein bisschen wundert. Wir könnten noch einen Trunk hier aufbauen, wo vielleicht Kohle reingepackt wird. Ich würde einfach mal sagen, da ist jetzt Kohle drin, oder? Ja, weil eben, und so hatte ich das nämlich auch in Erinnerung, dass hier nämlich Eisen auch geschöpft worden ist. Nur irgendwann ist er wahrscheinlich zu Kohle übergesprungen und Kohle konnte nirgendwo hingeliefert werden und dann hatten wir ein Problem. Das heißt aber eventuell auch, dass wir bei uns zu Hause ein paar neue Trunks aufbauen müssen, weil ansonsten haben wir demnächst alles voll mit Kohle. Grundsätzlich auch nicht schlimm ist. Die können wir einfach in den Öfen verfeuern und dann haben die halt unendlich Munition. Also ich nenne es jetzt einfach mal Munition. Ihr wisst, was es ist und ihr wisst auch, was ich meine. Will ich zumindest hoffen. Ah, Fledermäuse. Mit euch will ich gerade überhaupt nichts zu tun haben. Ich brauche auch nichts von euch. So, dann können wir den ganzen Rest hier wieder reintun. Das Papier tue ich mal nicht da rein. Das kommt nach unten, aber alles andere kann hier rein. Und dann können wir uns um die Leiche kümmern, die jetzt schon wahrscheinlich absolut vergammelt ist. Weil so ist es halt, ne? Ja, man kümmert sich ein paar Minuten nicht drum und die Leiche ist am Verwesen ohne Ende. Ja, da liegt sogar noch einer, der darauf wartet, wiederbelebt zu werden oder so. Ist,
glaube, der sollte verbrannt werden. Schmeißen wir den einfach mal hier hin. Gucken mal, wir können hier noch Dark Intestines rausnehmen. Der Vorteil ist, wir kriegen dadurch sehr gute Leichname. Der Nachteil ist, wir können damit nicht wirklich was anfangen. Aber ja. Blut und Fett. Und dann haben wir hier doch wieder so ein Dings, den wir eigentlich... Wir beerdigen den mal. Das tut dem Friedhof bestimmt auch gut. Wir können die Intestines halt noch untersuchen, können sehr viele blaue Punkte daraus entnehmen, will ich mal hoffen. Und ja, wir haben hier noch ein paar Grabseiten, Stellen, die, wo Leute reingelegt werden können. Und dann können wir mal auch demnächst gucken, dass wir zu Marmor gehen können und den Friedhof richtig schön aufhübschen. So, du, mein lieber Mann, wirst jetzt auf den... Nein, du wirst nicht da gelassen, du wirst auf den Scheiterhaufen gelegt. Und ich glaube, dann können wir so langsam auch eine Zeremonie schon mal abhalten. Upp. Während wir hier unten noch die ganzen Sachen wegbringen können. So, hier kann auf jeden Fall das und das rein. Und Fett und Blut. Und Pigskin haben wir gerade keinen Platz für. Das kann irgendwo anders rein. Das Faith. Wir brauchen unbedingt mehr Trunks im Allgemeinen. Wir haben so wenig Platz für irgendwelche Sachen. Das Faith. Also hier kann auf jeden Fall Weizen rein. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe ja auch keine richtige Ordnung. Aber warte mal, Papier hatten wir doch einen Ort für. Das war ja in der Truhe hier. Hier konnte das Papier rein und auch die Burial Certificates. Ja, dann müssen wir noch irgendwie an 12 Gold kommen. Habe ich überhaupt keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Aber naja. Zwiebeln brauchen wir nicht hier unten. Und die anderen können wir auch irgendwie nach oben bringen. Ich weiß es nicht. Wir wollten auf jeden Fall Fertilizer machen. Da weiß ich leider gerade nicht mehr. Growth Enhancer. Die brauchten wir, glaube ich. Und noch irgendwas anderes. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie wir die Growth Enhancer machen. Aber nichtsdestotrotz halten wir erstmal eine Zeremonie für unsere Kirche ab. Denn, ja, das andere läuft ja nicht unbedingt weg. Die Zeremonie schon. Es ist zwar noch früh am Tag, aber trotzdem. Start praying. Prayer of money. Nee, Prayer of faith haben wir sonst immer genommen. Prayer of Money bringt uns auch nicht so viel. Also das ist so ein unbeträchtlicher Bonus in Geld, dass das Faith viel wertvoller ist. Und ja, unsere Kirche ist wie immer super und ihr könnt mal ein paar Donations da lassen für diesen magischen Akt, den ich hier vollziehe. Aber naja. Und wie immer finden sie, dass es eine Great Ceremony ist, lassen aber dann nur ihr Kleingeld, ihr Wechselgeld da. So das, was sie sowieso zu faul sind, auszugeben am, ich sollte es vielleicht auch abholen, am... an der Kasse oder wenn sie irgendwas bezahlen, da bezahlt ja keiner, also keine Ahnung. Wenn, also zumindest in der Zeit war das noch so und auf dem Dorf ist es glaube ich auch normal, wenn jetzt irgendwas 1,67 Euro kostet, dann gibst du dem 2 Euro und sagst Gutes. In der Taverne ja auch. Naja, nichtsdestotrotz, ich würde das Faith dazu nutzen, um einmal die Dark Organs hier zu untersuchen. Die brauchen wir jetzt gerade nicht und dafür kriegen wir blaue Punkte. Das kostet 5 Fate, aber das macht nichts. Wir können sie auch in irgendeinen Powder verwandeln und dafür kriegen wir so viele blaue Punkte. Huge! Und wenn wir das mit jedem machen können, ist das sogar noch huger. Das ist kein Wort, aber egal. Wir gucken mal, was da hier für ein Pulver rauskommt. Das sieht nach Death aus. Ergibt ja irgendwie auch Sinn. Aber ich glaube, was anderes können wir damit sowieso nicht anfangen. So, Growth Enhancer. Weiß noch irgendwer das Rezept für einen Growth Enhancer? Ich glaube, hoffe mal, dass es hier gespeichert, aber müsste es ja eigentlich sein. Dafür brauchen wir... Achso, dafür haben wir alles. Life Solution. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, woher die Life Solution kommt. Aber gut, dass ich schon so viel angefertigt habe. Da machen wir einfach mal 10 Stück. Ich meine, daraus kommt dann auch noch einiges an Fertilizer. Ich glaube auch 10 Fertilizer pro. Dann hätten wir wieder 100. Es wird sich früher oder später aufbrauchen, aber erstmal haben wir dann genug. Und bis dahin wissen wir ja eventuell auch wieder, woher die Life Solution kommt. Ich meine, sie war nicht so schwer. Es war, meine ich, irgendwas, was wir sowieso hier rumliegen haben. Ist jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Es war irgendwas, wo man auf jeden Fall sehr einfach drankommt. Ich glaube, waren das nicht einfach die Blumen, die man draußen gefunden hat? Wir legen uns auf jeden Fall erstmal schlafen, um ein bisschen Energie zu regenerieren, so wie immer. Und ja, stay hydrated, Leute. Nicht unbedingt mit einem Softgetränk. Trinkt von mir aus auch Wasser, ist gesünder. Aber ich habe das hier gerade rumstehen.
I'm so refreshed. Gut. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir nochmal hier die Dings machen. Das machen wir. Die Fertilizer haben wir irgendwo an so einem anderen Ding gemacht. Ich weiß auch gar nicht, was wir sonst noch dafür brauchten, aber das war, glaube ich, auch kein Problem. Unser Problem waren immer nur hier die komischen Growth Enhancer. Konnten wir das hier machen? Fertilizer, ja, hier. Genau, Peat. Peat war das. Und wir würden auch noch gerne wissen, wie wir an Flavor Enhancer kommen, aber da habe ich keine Ahnung. Und heute ist auch irgendwie nicht so der Tag für einen Alchemiestand. Ja, Peat, können wir mal ein bisschen Neues auch herstellen. Und davon haben wir auch, glaube ich, noch genug draußen im Garten. Das sollte auch kein Problem sein. Bis Charm kommt heute. Hatten wir, für die hatten wir irgendeine Aufgabe, aber ich weiß nicht mehr genau, ob wir die fertig hatten. Was wollte die? Ach ja, das war das, wofür wir die 12... Ja, nee, sorry, Mist Charm, aber das können wir leider vergessen. Es sei denn, du kannst mir die 12 Gold spendieren, was ich irgendwie bezweifle. So, Peat ist doch hier bestimmt drin. Ja, da haben wir auch mehr als genug. Das ist alles gar kein Problem. Und dann craften wir auch direkt mal ein neues. Eigentlich könnten wir noch mehr von diesen Dingern hier hinbauen. Wobei wir eigentlich auch nicht so viel brauchen. Das ist, ja, ich weiß es nicht. Wir sollten es einfach mal nur regelmäßiger reinstecken. Dann ist das auch, glaube ich, kein Problem. Haben wir dann überhaupt genug Peat für das alles? Ich glaube nämlich nicht. Und gerade mal 7 machen. Ja. 70 Fertilizer reicht ja auch erstmal. Der Rest kommt dann schon noch zustande. So, und dann schaue ich mal, dass ich ein paar neue Trunks mache. Oh, dafür brauche ich... Das ist ein Handmixer. Für Trunks... Kann ich hier keine weiteren Trunks machen? Keine Trunks? Ich kann Scrollshelf machen, aber als ob ich keine weiteren Trunks machen kann. Ich muss hier mit dem einen Ding auskommen? Das könnt ihr mir doch nicht antun. Gibt es nicht irgendwie so ein Alchemie-Labor-Dings zumindest? Es gibt Alchemie-Rack, dann machen wir das doch. Da können wir nämlich bestimmt die ganzen Alchemie-Zutaten reintun und ein Scrollshelf, wo wir die ganzen Papiere und so reintun können. Dafür brauchen wir einfach nur Flitches, Nails, Simple Iron Parts und Wooden Beams. Die vier Sachen holen wir einfach mal zu Genüge. Flitches, Nails, Wooden Beams und Simple Iron Parts. Ja, das klingt gut. Huch, kurzer Leck. Und wir dürften jetzt auch Eisen so langsam bekommen. Hier erstmal das weitere Feuerholz noch fertig machen. Dann ist diese Leiste nicht mehr da. Ist ja auch ein bisschen im Weg. So, Firewood kann hier rein. Hier, ich weiß nicht, wurde jetzt Kohle geliefert? Bestimmt, oder? Und wenn ja, wo packt er die überhaupt rein? Ich hätte jetzt gesagt, dass er sie hier zu der anderen Kohle packt, aber... I don't know. Wir nutzen auch mal die Gelegenheit, weil wir jetzt eben ein bisschen Holz verarbeiten und holen nochmal 2 Holzstämme vom Friedhof drüben ran. Einfach aus dem Grund, damit das langsam aber sicher da mal weggeht. Wir haben das jetzt ja so gemacht, alle 2 Folgen oder so bringen wir mal 2 Holzstämme rum. Also im Durchschnitt 1 Holzstamm pro Folge. Und ja, dann räumen wir langsam den Friedhof auf. Ich glaube, bis wir hier neue Leichen anpflanzen. Das ist auch eine schöne Formulierung, dass wir sie anpflanzen. Aber ich glaube, bis dahin müssten wir eigentlich damit durch sein, dass die ganzen Holzstämme weg sind. Und dann haben wir auch einen schön aufgeräumten Friedhof. Das tut doch für uns alle, für unser OCD sehr gut. Ja, ich weiß, drüben neben der Mühle liegen auch noch welche, aber die stören mich ehrlich gesagt nicht. Einerseits, weil es nicht mein Gebiet ist und andererseits, weil ich da generell sehr selten bin und es auch nicht so auffällt. Aber naja. Machen wir erstmal ein paar Flitches. Und packen die dann schnell hier hin, bevor unser Typ kommt und dann neue hinräumt. Der hat gleich schon noch Gelegenheit, mehr abzuräumen. Außerdem, der liefert ja eh unendlich viele. Also seine Arbeit wird eh nie enden, es sei denn, ich gebe ihm irgendeine andere Aufgabe. Und dann wiederum will ich das auch nicht, weil ich halt unendlich viel Holz haben möchte. Da ist schon wieder eine Leiche angekommen. I'm so refreshed. Gucken wir doch erstmal, was damit los ist. Vielleicht hat die ja das Herz, das wir noch benötigen, das wir dann auch direkt untersuchen können, weil sie verbrauchen sich ja nicht. Das heißt, wir können das danach dem Inquisitor immer noch geben. Ein Gehirn bräuchten wir auch noch zum Untersuchen und dann haben wir erstmal blaue Punkte for days. So, was ist denn mit dir, meine liebe Leiche?
Pack auf den Table mit dir und du hast auch Intestines. Naja, räumen wir sie mal raus. Wer braucht die schon? Oh, wir haben einen Fehler begangen. Naja, dann ist es halt was für den Haufen der Leichen. Ich meine, sie ist trotzdem nicht schlecht, aber nicht so gut, wie sie eben sein könnte. Und für meinen Friedhof will ich nur das Perfekteste vom Perfekten haben. Außerdem brauchen wir eh noch Schädel und Fleisch. Irgendwie hat das überhaupt nichts ausgemacht, dass ich den Schädel rausgenommen habe. Was auch sehr interessant ist. Aber naja, ich habe keinen Inventarplatz mehr. Das ist auch sehr schön. Ich sollte mal schauen, dass ich die ganzen Samen und anderen Sachen wo hinräume. Weil ansonsten kann ich das da unten auch nicht mitnehmen. Aber ja, dafür muss ich erstmal im Garten vorbeischauen. Ich glaube, wir haben auch noch keine Funktionsweise für die Maggots gefunden, ne? Davon haben wir nämlich auch, glaube ich, ganz schön viele mittlerweile und niemand weiß, was wir damit machen. Wäre schön, ich weiß nicht, es wäre halt schön, wenn das ein Spiel wäre, wo man auch einfach alles verkaufen könnte. Dann hätten wir, glaube ich, keine Geldprobleme. Aber ja, es ist halt so, wie es ist. Aber wie wir sehen, das Eisen stapelt sich an, das ist wunderschön. Das können wir auch direkt verarbeiten und dann auch zu Eisenbarren machen. Weil warum nicht? Wir kriegen ja auch unendlich viel Kohle. Das heißt, wir müssen uns auch keine Sorgen darum machen, dass uns der Brennstoff für die Öfen ausgeht. Ach, ja, es ist wunderbar. Das Leben wird langsam sehr luxuriös. Jetzt müssten wir nur noch Zombies dazu abstellen, dass die alles craften. Und dann hätten wir generell mit nichts mehr Probleme. Außer eventuell, dass wir nicht genug Platz haben, wo wir alles hinpacken. I'm so refreshed. Und das wiederum können wir dann aber auch einfach klären. So, ich packe auch alles in den gleichen Ofen, weil warum nicht? Das ist ja egal. Ich kann jetzt auch Steel Ingots machen. Was brauche ich denn dafür? Graphite, wo kriege ich das denn her? Hm. Naja, wird sich schon erörtern, hoffentlich. Früher oder später. Kohle kommt tatsächlich auch ganz gut rein. Nicht so viel, aber es reicht für unsere Bedürfnisse. Wir brauchen Flitches, Nails müssen wir jetzt machen. Dafür habe ich ja gerade die Eisenbarren geschmolzen. Ja, nicht für die Nails unbedingt. Aber generell, damit wir welche vorrätig haben für Metallarbeiten. Tja, schauen wir doch einfach mal. Wir machen die Nails, wir machen Simple Iron Parts, noch ein paar. Und dann brauchen wir nur noch Wooden Beams, wofür wir Complex Iron Parts brauchen. Wollen wir auch nicht mehr so viele haben, aber ich glaube, die Energie reicht nicht ganz aus. Ja, wir haben noch ein bisschen, aber das Fitzelchen, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Irgendwas noch mal schlafen. Es ist wieder ein sehr viel Schlaftag und generell, da ist schon wieder eine Leiche. Ja, bin ich gerade am Ausruhen. Soll sie halt vergammeln. I'm so refreshed. Wahrscheinlich ist sie eh nicht so toll. Wir können ja nicht irgendwie das Glück haben, so viele tolle Leichen nacheinander da angekarrt zu bekommen. Beziehungsweise, wenn sie irgendwelche dunklen Organe oder so drin hat. Ist halt sowieso die Frage, was wir damit machen. Da liegt auch noch das Fleisch rum. Also, ist gut, dass die Leiche vergammeln kann, aber wenn ich irgendwo Fleisch rumliegen habe, dann passiert damit eigentlich nichts. Das ist schön. So stellt man sich das doch vor. Aber ja, schauen wir doch einfach mal, was hat die Leiche so und so zu bieten. Sie hat das Herz, das brauchen wir. Ja, bitte. Das untersuchen wir dann auch direkt mal. Dann brauken wir nur noch ein Gehirn. Und die Leiche hat auch nur 6 Totenschädel, was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Aber da sie keine 7 hat, oder ich glaube sogar 8, was sie maximal haben könnte, wird sie am besten auch direkt, ja, ihren anderen Sachen entledigt. Um es milder auszudrücken. Zumindest die Sachen, mit denen wir was anfangen können. Gut, dann kommst du auch auf den Scheiterhaufen. Wir haben dann sogar schon genug Skulls, um wieder eine Kolumne oder irgendwie sowas zu bauen. Und wir brauchen auch demnächst mal neue Scheiterhaufen. Ich weiß aber nicht, ob wir noch Karotten haben. Ich meine, wie viele kommen denn hier noch? Es kommen noch 3 Leichen. Ja, dann sollten wir wahrscheinlich ein paar Häufchen machen. Ein paar Scheiterhäufchen. Aber erstmal müssen wir ein paar Complex Iron Parts machen, um dann Wooden Beams machen zu können. Und dafür reicht dann auch schon wieder nicht mehr die Energie. Na gut, dann legen wir uns ein weiteres Mal schlafen.
Jetzt haben wir gerade der Tag, wo Snake da ist. Danach kommt der Inquisitor. Und dann müssten wir theoretisch auch wieder eine Hexenverbrennung abhalten können, weil in der Theorie haben wir ja dann die Beweise. Ich weiß nur nicht, ob er dann schon eine hat. Aber das werden wir sehen. I'm so refreshed. Wir hören es heute so häufig, aber das macht nichts. Das ist ja unser Standardsprichwort fürs Aufstehen. Ich denke mir auch immer so, wenn ich aufstehe, I'm so refreshed. Also eigentlich nicht, aber ja. Genau, ich wollte erstmal das Herz untersuchen. Es wird ja nicht verbraucht. Dann kriegen wir die blauen Punkte. Können daraus eine Essenz machen. Wahrscheinlich auch eine Essence of Death. Ich glaube, das gibt 100 blaue Punkte. Das ist so huge. Und davon können wir noch ein drittes machen. Und wir müssten das Alchemie-Rack. Ach so, dafür haben wir die Dings noch nicht. Aber das Shelf können wir machen. Es ist wieder so eine Verarsche. Ich kann es nicht. Dass man da keine zwei nebeneinander aufstellen kann, das ist doch schrecklich. Sie hätten es ja nur um eins erweitern sollen oder sonst irgendwie. Man hätte es ja passend machen können, aber das ist eine Katastrophe. Hier kommen auf jeden Fall jetzt Papiersachen und sonst was rein. Ich hole die von drüben und dann haben wir da den Trank für irgendwas anderes noch. Und irgendwo hier wird dann auch noch ein Alchemie-Rack aufgestellt, sobald ich die Wooden Beams habe. So, Wooden Beams brauche ich ja 4 Stück. Dann mache ich auch 6, weil ich ja immer nur 3 gleichzeitig machen kann. Und ja, dann schauen wir doch mal. Kommt her, kommt in mein Inventar. Und ja, dann können wir erstmal richtig schön sortieren. Theoretisch könnten wir davon sogar 2 machen. Ja, aber so wie ich das Spiel kenne, passen 2 nirgendwo hin. Von daher machen wir erstmal 1. Und wieder eine Leiche. Die Sache ist, wenn ich hier eins hinstelle, erstmal kann ich das drehen. Nein, ich kann es nicht drehen. Was auch schon eine Katastrophe ist. Dieser Tisch muss da weg. Der steht auch voll schlecht. Und hier passen halt auch keine 2 hin. Hier würden vielleicht 2 hinpassen. Aber dann würde ich die wahrscheinlich eher hier so unten an den Rand aufstellen. Und dann kann da erstmal alles rein, was wir hier auch so drin haben, was ja gerade problematisch ist, weil. Ja. Volles Inventar ist super. Aber naja. Wie viel Platz hat das denn? Das hat wahrscheinlich genauso viel wie eine Truhe, ne? Oder sogar mehr. Hat es sogar mehr? Ich weiß es nicht. Aber egal, das Herz brauchen wir eigentlich gleich. Aber alles andere kann hier schon mal rein. Und bei dem Rest müssen wir gleich mal gucken. Wir gucken jetzt auch erstmal, was so auf der Leiche abgeht. Und hoffen, dass die jetzt mal besser ist. Weil dann können wir noch eine begraben. Beziehungsweise früher oder später brauchen wir auch noch mehr Zombie-Worker, aber ja. Was ist denn mit dir? Du hast kein schlechtes Organ? Aber dir geht's extrem schlecht, also. Dann nehmen wir mal alles raus. Das ist eine Leiche, die. Ich weiß nicht, was der zu seinen Lebzeiten gemacht hat, aber das ist eine absolute Katastrophe. Aber gut, mehr Materialien für uns. Wir haben nur leider keinen Scheiterhaufen für dich, aber wir können dich auch einfach erstmal an die Position mit den Scheiterhaufen legen. Und dann gleich ein paar aufbauen. Hupp. Schon wieder keinen Inventarplatz. Naja, bleib da halt erstmal liegen. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein wenig rumsortieren. Und ja. Wir haben zwar heute storytechnisch noch nicht so viel geschafft, weil es einfach nichts gab, aber wir haben ja ein paar Sachen fertig bekommen. Und ich würde sagen, dann machen wir hier auch erstmal Pause. Und ich werde rumsortieren und werde euch das ersparen, das Rumsortieren. Und sehe euch dann in der nächsten Folge, wenn alles sortiert ist. Also ja, bis dahin bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Graveyard Keeper. Bis dahin. Bye bye.